Sonne und laute Bässe sorgen für Stimmung beim Start des CU Festivals. Fast 20.000 Menschen sind auf dem Festivalgelände unterwegs, unter ihnen auch die Polizei. Sie will präsent sein, aber auch nicht zu sehr auffallen und die Atmosphäre stören. Ein Balanceakt. Immer wieder werden sie von Besuchern angesprochen, kriegen Hinweise, wo vielleicht jemand zu viel getrunken hat. Ich habe das Gefühl, dass jemand in einer hilflosen Situation ist oder einfach sich nicht mehr selber kümmern kann. Dann müssen wir uns halt kümmern, können wir nicht einfach liegen lassen. Aber es war jetzt eigentlich halb so wild, er konnte klare Angaben machen. Selber gesagt, er hat ein bisschen zu viel getrunken, war aber auch schon beim DRK. Zur gleichen Zeit wird am Eingang scharf kontrolliert. Die Sicherheitsleute suchen vor allem gefährliche Gegenstände und illegale Partydrogen. Allerdings weiß man hier auch sehr genau, dass gut kontrolliert wird am Einlass. Und das führt dazu, dass wir lange nicht die Aufgriffe haben, die wir vielleicht anfangs befürchtet haben. Dieser Besucher hier wurde erwischt. Er hat verbotene Pillen dabei. Die Polizei nimmt ihn mit zur mobilen Einsatzzentrale für weitere Kontrollen. Viel Aufwand. Ist das angemessen? Also ich glaube, die Sicherheit für so viele Menschen unter den Umständen über 3 Tage sicherzustellen, braucht einen gewissen Aufwand. Sie müssen sich für jeden Fall, der mehr oder minder eventuell eintreten kann, aufstellen. Und das haben wir getan. Und ich glaube, wir haben es maßvoll getan. Nach 20 Minuten endet die Kontrolle mit einer Anzeige. Aber er hat Glück. Er darf auf dem Festival bleiben, entscheidet der Veranstalter. Wir wollen keine Dealer, wir wollen keine Gewalt. Ja, das ist, wo wir ganz scharf sind. Aber wenn jemand einen Joint raucht, hey, wir sind nicht Päpste, das ist ja Papst. Aber wenn jemand kommt mit 20 Pillen oder so, Hausverbot, Ticketsperrung und so weiter, volles Gas. Schnell geht's auf einmal auch bei den Einsatzkräften auf dem Gelände. Per Funk wurde eine Schlägerei gemeldet, am anderen Ende des Festivals. Die Situation ist unklar, wir können jetzt keine Schlägerei finden. Eventuell ist auch nur Unterstützung vom DRK bei einer stark alkoholisierten Person, wo es dann vielleicht zur Rangelei gekommen ist. Müssen wir jetzt nochmal abklären. Also falscher Alarm. Von kleineren Zwischenfällen wie diesen abgesehen, läuft es bisher ohne Probleme. Ein paar Stunden stehen den Polizisten aber noch bevor. Bis Mitternacht wird hier noch weiter getanzt.